Wir haben hier ein Prisma gegeben und sollen nun das Volumen und die Oberfläche bestimmen. Zuallererst einmal prüfen wir, ob es sich überhaupt um ein Prisma handelt. Ein Prisma hat ein Vieleck als Grundseite und die Seitenkanten müssen dann parallel und gleich lang zueinander sein. Also wenn wir uns das anschauen, wenn wir hier dieses Rechteck zum Beispiel als unsere Grundseite wählen, schauen wir, ob die Seitenkanten parallel sind. Das wären die. Die sehen parallel aus, das passt, aber was fällt uns sofort auf? Die sind nicht gleich lang. Das heißt, diese Seitenlänge hat nur 3 cm, diese hier hinten zum Beispiel 6. Da kann was nicht stimmen. Was wir machen können, ist uns eine andere Fläche als Grundseite wählen. Zum Beispiel hier diese Seitenfläche. Wenn wir die als Grundfläche nehmen, dann könnte es passen. Wir haben wieder ein Vieleck als Grundseite. Wir haben hier Seitenkanten, die parallel zueinander sind. Und diese Seitenkanten sind sogar gleich lang, denn sie sind alle 12 cm lang. Also im Prinzip könnt ihr euch es merken, euch so merken, wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses falsch rumme L auf den Boden legt und das zigtausendmal übereinander stapelt, dann erhaltet ihr im Prinzip diesen Körper. Und dann handelt es sich um ein Prisma. Ja, was sollen wir jetzt machen? Das Volumen bestimmen. Ich habe hier nochmal die Formeln für das Prisma hingeschrieben. Das Volumen berechnet sich also aus der Fläche, der Grundfläche mal die Höhe. Die Höhe kennen wir ja jetzt. Das sind in diesem Fall die 12 cm. Also müssen wir nur noch die Grundfläche berechnen. Das machen wir so. Ich zeichne mir einfach dieses Teil noch mal raus. Das sieht ja ungefähr so aus. Wir wissen, dass die Rückseite hier 6 cm ist. Das hier unten, das sind 4 cm. Diese Seitenlänge, die ist 3 cm lang. Und dieser kleine Part ist 2 cm lang. Ja, wie können wir jetzt hier den Flächeninhalt berechnen? Und zwar, wir machen uns das ganz einfach, indem wir hier einfach die Linie weiterziehen. Und dann erhalten wir 2 Rechtecke. Und da können wir den Flächeninhalt relativ schnell berechnen. Ich nenne das hier mal A1, das hier unten A2. Das heißt, wenn wir den Flächeninhalt für die erste Fläche haben wollen, dann rechnen wir Länge mal Höhe im Prinzip. Jetzt ist nur die Frage, wie lang sind die einzelnen Seiten? Wir wissen, diese komplette Seite ist 6 cm lang. Wir wissen auch, dass diese kleine Seite 3 cm lang sein muss. Also muss das hier doch, die Seitenlänge, die Differenz zwischen 6 und 3 sein. Also 6 minus 3, das heißt, diese kleine Seite ist auch 3 cm lang. Also wissen wir, wir müssen schon mal 3 mal, jetzt fehlt uns nur noch diese Seitenlänge, genau das gleiche Spiel wieder, wir haben die gesamte Länge, das sind 4 cm. Dieser kleine Part, der ist 2 cm lang, also ist das hier wieder die Differenz. 4 minus 2, das ergibt 2. Und somit können wir den Flächeninhalt für die erste Fläche bestimmen. Der wäre hier 6 cm. Für die zweite Fläche genau dasselbe Spiel, nur dass wir jetzt hier 3 mal 4 rechnen müssen. Und das ergibt 12. Und somit erhalten wir für unsere Grundfläche, also AG, dieses gesamte Teil, ergibt sich dann aus der Summe der ersten Fläche und der zweiten Fläche, also aus 6 plus 12 und das wären 18 Quadratzentimeter. Ganz wichtig, habe ich hier auch falsch gemacht, wenn wir von Flächen sprechen, sind das immer Quadratzentimeter. Gut. Dann hätten wir für das Volumen eigentlich alle Angaben gesammelt. Das heißt, wir können es berechnen. V ist somit gleich AG mal H. In diesem Fall wären das 18 mal 12 cm und das ergibt ein Volumen von 216 Kubikzentimeter. So, erster Part hätten wir schon geschafft. Jetzt müssen wir noch die Oberfläche bestimmen.
Was brauchen wir für die Oberfläche? Wieder den Flächeninhalt der Grundfläche, den haben wir ja schon bestimmt, und den Mantel dazu. Den Mantel müssen wir erst noch bestimmen, indem wir den Umfang der Grundfläche mal die Höhe rechnen. Also ganz kurz, der Mantel ist in unserem Fall, wenn wir uns das so vorstellen, also das hier ist unsere Grundseite, ja, dann ist der Mantel diese Fläche, diese Fläche, diese Fläche, die hier, die komplette hintere Fläche und dieses Viereck. Ja, wie kriegen wir das raus? Wir brauchen den Umfang von unserer Grundfläche. Schreiben wir es mal hier hin. Also der Umfang unserer Grundfläche ist, indem wir alle Seitenkanten miteinander addieren. Das heißt, wir fangen hier unten an. Wir haben hier 4 cm plus 6 cm plus die Kantenlänge, die war 2 cm lang, plus hier nach unten, das ist 3 cm lang, plus wieder 2 cm plus 3 cm. Da hätten wir 4 plus 6 sind 10, 2 plus 3 sind 5, dann nochmal 5 und das ergibt insgesamt 20 cm. Das heißt also, der Umfang unserer Grundfläche ist 20 cm. Damit können wir den Mantel bestimmen. Der Mantel ergibt sich also aus dem Umfang der Grundfläche mal die Höhe. Das wäre in diesem Fall 20 mal 12. Und das ergibt 240. Und da der Mantel auch wieder eine Fläche ist, sind das Quadratzentimeter. Ja, jetzt hätten wir es fast geschafft. Wir müssen nur noch die Oberfläche bestimmen. Also 2 mal die Grundfläche plus den Mantel. Das wäre in diesem Fall 2 mal unsere 18 plus die 240. Und das ergibt 276 Quadratzentimeter.